Eine spezielle Wasserfallkarte mit der Flipzieh-Technik kann man in wenigen Schritten ganz einfach selber gestalten. Wie hier abgebildet, braucht es einen Ziehstreifen und 8 verschiedene Panels. Sowie natürlich Karten, wo nachher der Streifen durchkommt mit einem Schlitz. Die Kartengrösse kommt hier im Prinzip nicht so darauf an, ich habe hier das Restenpapier verwendet. Dann nehme ich die Schablone Schneegestöbe sowie 2 verschiedene Inkpad-Farben und du mit dem Farbverblenden die Farbe so in kreisigen Bewegungen auftragen. Mit der Schneidmaschine fange ich an bei 2,5 cm und du alle 2 cm einen Falz machen, der nachher den Wasserfall darstellt. Unten durch tue ich noch mit einem Stanzer den Abschluss machen. Wir können es natürlich auch noch sein oder noch ein Löchli machen für ein Bändali. Dann nehme ich Stempelset Schöne Winterzeit für, sowie Ink-Effekt Schwarz und tue die weißen Panels so stempeln. Die Ränder tue ich mit der restlichen Farbe noch etwas braschen, dass es einen schönen Abschluss hat. Die weißen Panels tue ich jetzt mit dem Rubelgol auf die braunen Panels draufleimen und kann nachher weitermachen bei dieser Wasserfalltechnik. Zuerst noch einmal schauen, ob das funktioniert von der Breite her und kann nachher von unten her anfangen, auch mit dem Rubelgol, die Panels aufleimen in dieser Reihenfolge, wie man es will. Das geht natürlich mit verschiedenen Stempelsets. Das unterste wird mit dem Rubelgol auch noch fixiert. Man muss wirklich schauen, dass man den untersten Teil nimmt, sonst funktioniert die Technik nicht. Mit einem Bändchen ausgarniert ist das eine wunderschöne spezielle Karte in dieser Wasserfall-Flipzieh-Technik.